Leute, grüß euch. Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Laber-Rhabarber-Video. Um was soll es gehen? Ja, erstmal vielen, vielen, vielen Dank. Ich gehöre seit kurzem auch zu denen, die wo über 100 Abonnenten haben. Finde ich riesig klasse, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Vor allem verstehen tut mich mit meinem Schwäbisch ja so oder so keiner. Oder die wenigsten zumindestens. Aber ich sehe es halt irgendwo auch nicht an, dass ich mich jetzt großartig verstelle. Und ich bin so, wie ich bin. Da müsst ihr durch. Genau, also hat mich riesig gefreut. Daumen hoch, super klasse. Es zeigt doch, dass der ein oder andere Interesse an meinem Content hat. Ihr habt ja jetzt das letzte Video, was heute rauskam, war der zweite Teil für die Beleuchtung, in dem ich oder die Kinderzimmerlampe von meinen Mädels geupcycelt habe. Nächste Woche gibt es dann nochmal einen Teil, wo ich euch dann die ganze Einrichtung der Wettersteuerung in Rockrell zeige. Dieses Video schiebe ich jetzt mehr oder weniger zwischendrin. Einfach um, ja, wie schon gesagt, einfach Danke zu sagen. Und euch als kleine Schmankerl einfach mal so einen Ausblick zu geben. Was gibt es denn? Wo geht denn jetzt die Reise hin? Also ich bin jetzt eigentlich fertig soweit mit der Beleuchtung erstmal. Gut, es ist noch nicht 100%, das ist alles noch ein bisschen im Bastelstadium. Da wird sich das eine oder andere, denke ich mal, noch ändern. Aber im Moment bin ich so weit, dass ich sagen kann, ich kann jetzt endlich mit der MOBA beginnen. Viele werden sich fragen, ich weiß es auch, einige haben mich schon direkt angesprochen, ja, in was baust du denn eigentlich? Ne? Am Anfang konnte man mal so sehen, so, da ging so die Tendenz Richtung N, da hat man mal so den einen oder anderen Hinweis auf Spur N gefunden, aber dann gar nichts mehr. Ja, ich habe auch versucht, das weitgehend überall zu entfernen, was da war. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Ja, ich wollte am Anfang in N bauen. Bin mir da aber relativ unsicher. Warum, kommen wir gleich dazu. Ursprünglich komme ich ja auch aus der H0-Ecke. Das wissen ja die meisten von euch inzwischen auch schon ganz klassisch. Ja, mein Papa damals hat eine H0-Anlage gebaut, Märklin, drei Leiter. Ist, sage ich mal, bei uns in der Nähe zu Göppingen natürlich nicht ganz unrelevant. Der Vorteil war, auch ein guter Bekannter von uns hat damals direkt bei Märklin gearbeitet. Und da konnte mein Vater damals doch einiges an Material anschaffen, wo dann günstiger war als im Normalfall. Das ging dann mehr oder weniger, bis ich ja so klassischerweise 17, 18 war. Dann hat es abrupt ein Ende gefunden, da waren dann andere Sachen interessant. Und ja, jetzt vor 2 Jahren habe ich mehr oder weniger angefangen, aber mit sehr, sehr wenig Platz. Da mache ich dann irgendwann mal nochmal vielleicht ein kleines Video dazu mit Material, was ich noch habe. Das ging aber mal komplett in die Hosen, also von daher will ich jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen, erstmal. Auf jeden Fall war da Spur innen gesagt, einfach aus Grund des Platzmangels. Was ich dann aber leider feststellen musste, da ich echt blind bin wie ein Maulwurf, hatte ich das Problem, ich habe wahnsinnig Schwierigkeiten mit N jetzt schon. Ja? Und ich meine, ich bin noch nicht mal 50 und ich möchte nicht wissen, wie das dann in 5 oder 10 Jahren aussieht, wenn ich mich jetzt schon so mit dem Sehen extrem schwer tue, unter N was zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Habe ich überlegt, was ist die Alternative? H0, ja, ist eine schöne Größe, kann man sehr detailliert arbeiten, aber da hast du halt wieder das Problem, den Platz habe ich nicht. Ja, auch wenn ich jetzt hier ein schönes Reich mit meinem Mobilzimmer habe, aber auf die Größe geht halt auch nicht so viel. Ja? Das wäre halt dann mehr oder weniger ein kleiner Hundeknochen, vielleicht mit ein, zwei Abstellern oder so, und dann hätte sich es auch schon wieder erledigt. Ich habe jetzt lang rum überlegt, was ich machen soll, und habe mich jetzt einfach entschlossen, ich werde jetzt hergehen und werde jetzt einfach mal testen. Ja? Ich habe N-Gleise da, ich habe H0-Gleise da, ich gucke gerade, dass ich noch was in TT kriege. Meine aktuelle Tendenz allerdings geht ganz klar Richtung H0E. Warum H0E? Ja, ihr habt ja in meinen anderen Videos schon gesehen, Erzgebirge hat es mir total angetan. Sächsische Schmalspurbahn, mein Favorit, und in die Richtung tendiere ich gerade. Also entweder es geht Richtung H0E oder dann TT. TT ist bei uns im Süden halt wieder das Problem, du kriegst da so gut wie gar nichts. Das musst halt alles bestellen dann dementsprechend.
Wäre aber so, sage ich mal, von der Größe her, was ich habe schon ein bisschen Material, was ich jetzt so gesehen habe, gar nicht so schlecht. Nichtsdestotrotz, ich habe genug N-Häuser, ich habe genug H0-Häuser. Wie gesagt, N-Schienen, H0-Schienen. Ich werde jetzt einfach auf meinen Modulen mal ein bisschen was aufbauen und werde die nächsten paar Wochen einfach mal testen, einfach mal ein bisschen ausprobieren, was liegt mir denn am meisten. Und dann werde ich mich effektiv entscheiden, wohin die Reise gehen soll. Genau. Vielleicht interessant für den einen oder anderen von euch, damit ihr auch mal wisst, wohin jetzt wirklich die Reise geht. Und bis dahin sage ich einfach mal, bleibt mir treu, wenn es euch gefällt, abonniert mich, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.